Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe mich entschlossen, heute an Heiligabend, ich wünsche natürlich allen noch ein frohes Fest, schöne Festtage. Und ich spiele aktuell WW3, da ich. Hallo, Daniel. Da ja Battlefield 2042 nicht so versprechend läuft, habe ich mich dazu entschlossen, mal ein bisschen WW3 zu spielen, da das ja jetzt in der Beta ist und die das Game ja seit 2018 komplett über den Haufen geschmissen haben und es komplett neu gemacht haben. Spiele ich mal noch WW3. Habe es die letzten Tage schon mal ein bisschen gespielt und dachte mir, ich könnte mal da hochladen. Und ich muss auch sagen, es macht doch relativ Bock. Ist nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Anfangszeit war. Ja, WW3. Müsste eigentlich die meisten geläufig sein, der sich ein bisschen mit Shooter technisch auskennt. Ja, und in diesem Video hört man mich auch mal wieder. Im letzten Video hat man ja nur den E-Striker gehört. Der hat dann ein bisschen meinen Kanal für das Video übernommen. Ich wollte es auch trotzdem hochladen, weil es echt gutes, von mir, aus meiner Perspektive, gutes Gameplay war. Immer wieder ein bisschen abwechselnd war. Dachte ich mir, lädst es mal hoch, weil man mich nicht hört. Weil ich vergessen habe, mein Mic einzustellen. Ich hoffe mal, dass jetzt mein Mic an ist. Kann auch sein, dass ich wieder für mich selber rede und es mir wieder nicht geklappt hat. Aber ich denke mal schon. Ja. Und ja, WW3 hat so ein bisschen in letzter Zeit an Spieler zugewonnen. Gerade auch, weil Battlefield halt nichts ist. Und ja, die haben ja das komplette Game überarbeitet. Damals war das so echt sehr stark träge, das Game. Mittlerweile kann man es eigentlich ganz gut spielen. Hat zwar immer noch sein Problemchen. Content fehlt natürlich. Ein bisschen. Also, das sind jetzt die Sachen, die es halt damals auch schon gab. Und das ist halt das komplette Gameplay und Gun-Movement alles geändert haben. Ansonsten, wir spielen gerade auf Berlin. Im Eroberungsmodus. Hier heißt es glaube ich nicht Eroberung, hier heißt es ein bisschen anders, aber es ist Eroberung. Okay, dann helfe ich mal den Mate hier das einzunehmen. Ja, ich könnte es nicht gerne. Ja, genau das sehen. Ach, hier noch hier noch einer. Ja, ich hatte die Tage schon ein paar gute Runden gehabt, habe ich mich geärgert, dass ich das nicht aufgenommen habe. Aber na gut, was soll's. Passiert. Das Game sieht aktuell geiler aus wie Battlefield. Es läuft besser wie Battlefield von der Performance her. Und ja. Deshalb machen wir noch ein bisschen Abwechslung. Soll ja kein Battlefield Killer werden, aber eine gute Alternative, sagen wir mal so. Ist schon okay, wenn das so sein sollte. Man kann lehnen mit Q und E. Kann man mit vielen anderen Spielen nicht. Battlefield. Wie gesagt, ich will Battlefield nicht schlecht reden. Ich würde es gerne zocken, aber ist halt aktuell nicht so gegeben, dass man das andersweise irgendwie gut spielen kann. Machen wir jetzt eine gute Probe. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Artillerie. Radar. Und hier was gespottet.
Ich. Also allmählich komme ich mit dem Gunplay klar. Ah, fuck man, da. Ach toll. Von hinten heißt der. Ja, so kam auch ungefähr. Ja. Macht Spaß, ist mal eine Abwechslung. Ist auch nicht so. Ach, er liegt da. Du bist ein Penner. Ja, sowas hast du halt überall, leider. Ich will nicht verstehen. Was ist passiert? Was soll's? Die Bombe uns jetzt. Nein, wieder weg. Dann mal schön. Ja, also jetzt woanders in die Licht. Ach, komm, Mann! Ja, natürlich guckt ihr jetzt woanders. Was ist das? Hallo, ganz kurz vor. Ja, kein Problem, wenn er an der Wand steht. Gehen wir von der Wand weg, Kollege. Gehen wir von der Wand weg. Gehen wir von der Wand weg. Trink doch drüber, Mann. Das sind ja alle. Trink doch! Wie gesagt, manchmal ist es nur etwas trinken. Könnte manchmal etwas besser sein. Aber geht. Kann spielen. Button. Das kann ich auch. Checkt ihn oder so. Huch, hä? Was? Und das jetzt? Nee, hat gar nicht gerafft. Hoffe natürlich, dass alle einen schönen Festtag haben. Wünsche das natürlich auch jedem. Gerade weil das Video ja jetzt am 24. kommt. Ah, wie hat er mich jetzt geholt, Alter? Ja, den bist du. Alle, die sich empfangen. Ja.
Ah, jetzt. Ja, du darfst halt nicht. Du musst halt auch ein bisschen smooth laufen, ja. So ist halt echt Müll manchmal. Ja, cool. Und E kannst du nutzen, du kannst dich damit eigentlich umsehen. So, ab auf A2. Das spielt auf Berlin hier, die Map. Oh nein. Kommt ein Tank, Leute. Und einer. Oh, schön. Oh. Was los gerade? Ganz ausgehen mit dem Map Scanning hier so, ne? Das geht eigentlich. Kommt der noch dazu? What? Der killt mich? What? What the fuck, Alter? Jo. Dann hast du quasi wie Killstreaks, hat man ja auch so. Also man hat so Radar. Und Artillerie und Fahrzeug kann man sich sparen. Wenn man Punkte sammelt, dann kann ich die ganze doch alles nur fürs Radar ausgeben.
Ach Mann! Blöde Tank, Alter. Schwinde. Was ist er denn echt? Selbst zu oben sind wir echt schwierig. Ich wollte es gerade sagen, ich komme doch noch rein, die Fahrzeug an. Ja. Mann! Fahrzeuge sind echt stark. Im Falle eines chemischen Angriffs Boah, was ist los? Noch Muni. Ich brauche einen Sunny! Muss der spielen oder was? Mann, Leute, ich brauche Muni.
ernsthaft. Oh, ich hab mir noch einen Nate noch gekillt. Letzten Kills. Ja, da hat sich was gegen ihn. Das ist eine Runde. Ja, ja. Das Fahrzeug nicht doch kriegen, dann werden wir machen. Gut. Wollte ich sagen, belasse das mal bei der Runde. Und werde das so wahrscheinlich hochladen. Es reicht auch heute Länge her. Ja, das ist euch ganz okay. Dann wünsche ich euch schöne Festtage. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Like, Abo, wie auch immer. Ist jedem selbst überlassen. Kommentar. Was gut, was schlecht. Meinung zu WW3, könnt ihr gerne schreiben. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal und bis zum nächsten Mal. Ciao.